Fahrt gerade. Das hier ist wirklich ein mega, mega krass geiler Trail. Endlich. Hier gibt's Bären. Geht immer weiter und 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 immer weiter. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch wieder auf eine Mountainbike-Tour in Engadin mit. Also es ist alpines Mountainbiken hier, ganz was anderes als wir von zu Hause kennen, also als ich von zu Hause kenne. Alles naturbelassene Trails, sind halt Wanderwege, die man hier aber auch mit dem Mountainbike fahren darf. Und das ist eigentlich genau mein Ding, naturbelassene Trails, ihr wisst, ich liebe es. Und ja, diese Tour sind wir in Schkol gestartet, also in Schkol habe ich auch mein Hotel. Und da sind wir mit dem Postauto, so nennt sich hier der Bus, sind wir hier hochgefahren nach Schal. Und jetzt geht es weiter mit dem Bike einige hundert Höhenmeter rauf zur Alp Astres. Von dort aus werden wir ja alpin rüberfahren über den Ofenpass runter nach Valmüstern. Also gibt es jede Menge Trails auf dem Weg, einige Sehenswürdigkeiten. Ich bin schon sehr gespannt und nehme euch bei diesem Abenteuer mit. Aber erstmal muss ich mich hier einige Höhenmeter hochquälen. Und ja, woran ich nicht gedacht habe im letzten Video, also im letzten Video haben wir so einen kleinen Rucksackcheck gemacht. Und da habe ich nicht dran gedacht, Sonnencreme mitzunehmen. Hat mir ganz schön den Nacken und das Gesicht verbrannt. Verzeiht, dass ich jetzt auch mit Brille in die Kamera spreche. Ist eigentlich unhöflich, aber die Sonne brennt mir ins Gesicht. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Tour und würde sagen, los geht's. Zieht euch das mal rein, Leute. Mega schön hier. Ja, ich werde diese Tour wieder für euch aufzeichnen mit GPS. Könnt ihr nachher eine GPX-Datei in der Videobeschreibung runterladen und das genauso nachfahren. Ihr könnt euch aber auch hier einfach einen Guide buchen. Dafür habe ich euch ein paar Guiding-Unternehmen hier in der Videobeschreibung verlinkt. So, da sind wir schon angekommen am Alp Astres. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier noch einkehren, frühstücken und aber auf jeden Fall nochmal Wasser nachfüllen. So, da trinkt man noch ein bisschen was ab. So, heute habe ich ein bisschen mehr Wasser dabei, beziehungsweise ist es noch voll. Die zwei Flaschen, hier ein kleines Lunchpaket, wovon ich mir jetzt was reinhaue. Heute haben wir nur einen Anstieg, relativ hoch, aber den haben wir auch bald geschafft. Mit einer Pause geht das easy. Na, das sind Kammkühe. Die laufen nur um den Kamm. Die können nur in eine Richtung laufen. Und die müssen sich mit anderen Kühen paaren, die auch in die gleiche Richtung laufen, weil sonst geht das ja nicht. Kammkühe, Hangschafe habe ich hier noch keine gesehen. Da kann ich euch nachher auch noch ein bisschen was erzählen dazu. Es geht immer weiter und immer weiter, aber es ist nicht so super anstrengend. Also man kann hier die Höhenmeter leicht hochfahren. Ein paar Stellen kommen halt wieder, wenn man schieben muss. Wir sind jetzt hier am höchsten Punkt der Tour angekommen, auf 2500 Höhen. So, liebe Zuschauer, wir haben da eben noch eine längere Pause gemacht, am höchsten Punkt der Tour auf 2540 Höhenmeter. Jetzt geht es hier noch ein bisschen flach rüber und gleich auf die Trailabfahrt. Wir sind ja nicht alleine hier, das heißt, wir machen auch viele Fotos und da vorne ist der Fotograf und der Roger und ich müssen uns hier verstecken. Eigentlich müssen wir runter, aber wir wollen gleich im richtigen Moment unsere Bikes hochhalten. Specialized und Scott in allen Bildern von den anderen. Krass, ultra krasses Panorama. Als wir hier hochgefahren sind, habe ich nicht gedacht, dass es hier so aussieht. Ich habe hier komischerweise noch überhaupt gar keine Hangschafe gesehen. Kennst du Hangschafe? Ja, ja, die haben an einer Seite, die haben entweder rechts oder links die Beine kürzer. Kürze war es immer gleich. Genau, und die können sich halt nur mit anderen Schafen paaren, die auch auf der gleichen Seite die Beine kürzer haben. Das heißt, es gibt immer Hangschafe, die rechts im Hang stehen und welche, die links im Hang stehen. Aber hier habe ich jetzt überhaupt keine gesehen. Schade, weil das ist eigentlich genau das Revier.
So, die Sonne ist alles weg. Deswegen wechsle ich jetzt wieder mal das Glas. Habe ich es dabei? So, was nehmen wir dann? Hier die Klare. Die Clara. Ja, Leute, die Brille habe ich ganz günstig auf Amazon gekauft. Einige von euch haben mir danach gefragt. Quick Shark, keine Ahnung. Für knapp 20 Euro. Funktioniert. Und ja, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr sie cool findet. Ja, ganz schön angebastelt. Und ich sehe wieder was. So habe ich eben die ganze Zeit gesehen. Pass auf. Warte. Wo ist denn die Linse jetzt? Da, so. Bist du bereit? Yes. Nice. Was hast du da? Das ist ein Edelweiß. Okay. Eine sehr seltene und schöne Alpenblume. Krieg ich die gut auf eBay los? Ja, aber du darfst nicht pflücken. Ich sag, die ist abgerissen von alleine. Weil ich das nicht fotografieren, du musst das zahlen. Das darf ich. So, und die werden gar nicht wertgeschätzt, hier die anderen Blüten. Ja? Und hier die auch nicht. Ja. Soll ich die mal fotografieren? Ja, fotografiere auch mal die anderen. Ja. Hier die, guck mal, hier. Ja, aber die ausgetrocknet. Schon. Für dich mache ich ja noch so eins. Ja. So ausgetrocknet. Nevin, was willst du mir da jetzt zeigen? Das ist mein Zuhause. Das hier ist dein Zuhause? Ich, ja, erzähl. Hier bin ich auf die Welt gekommen, hier irgendwo in der Wildnis. Ja. Dann hat mich der Wolf gefunden und aufgezogen. Und dann hast du dir einfach so ein Brett geholt, was hier rumgelegen hat, und hast damit angefangen, Snowboard zu fahren. Genau, dann habe ich das sozusagen erfunden, genau. Genau, ja. Der Nevin ist nämlich Snowboard-Profi. Genau, und so nach irgendwie 20 Jahren habe ich mal die Zivilisation entdeckt und gemerkt, ja. Das kann ja sonst niemand, oder? Genau. Genau. Nein, das ist mein Zuhause. Bist du hier im Winter schon mal runtergefahren? Nein, nicht, nein. Kann man nicht. Man kann Skitouren machen, mhm, oder mit dem Splitboard gehen. Aber hey, ich bin so viel unterwegs im Winter, das muss ich verschieben auf, ja, nach der Spitzensportkarriere. Ja, ja, krass. Schaut mal hier, wo sich das kleine Blümchen hier verehrt hat zu wachsen. Und hier auch, Nachbarn, aber weit entfernt. Der sieht ja geil aus mit dem Hintergrund. Das eben war ein bisschen sketchy, da muss man aufpassen. Auf Schotter, zu enge Kurven fahren. Wow, hast du erschreckt, Alter. Wetter ist und dann viel Regen aufs Mal kommt, da kann es sein, dass so eine Steinlawine kommt. Oder wow. Und da kann es sein, dass der Weg nächstes Mal weg ist, wenn du um die Kurve, ja, kommst. Bis gestern gefahren, war alles okay. Morgen kommst du noch schneller und der Weg ist weg. Ja. Also da aufpassen, liebe Zuschauer, bei gutem Wetter vielleicht nicht hier, bei schlechtem Wetter vielleicht nicht hier hoch. Ich mag zwar diese Trails hier zu fahren sehr, aber alpin kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also auch gestern die Aktion mit der Sonnencreme, beziehungsweise im letzten Video. Ich habe vergessen, mich einzucremen. Ich habe mir voll den Nacken und das Gesicht verbrannt. Daran muss man halt denken. Es ist ständig in der Höhe, es ist kühl. Aber die Sonne ballert. Sonnencreme, sowas gibt's.
Oh, abseits. Das macht man nicht. Immer auf dem Trail bleiben. Ist jetzt die Frage, ob ich hier noch richtig bin. Ein bisschen Spuren lesen. Irgendwo frische Reifenspuren. Bis jetzt nicht. Doch hier, frische Reifenspuren. Dann weiß man, hier ist gerade einer der Kollegen auch lang gefahren. Ich war fast verleitet, da drüber zu ziehen. Akku ist gerade leer gegangen, schnell mal ein anderes Akku reingeschoben. Jetzt geht es an der Stelle weiter. Das hier ist wirklich ein mega, mega krass geiler Trail. Wirklich macht mega viel Spaß und ist auch nicht zu anspruchsvoll für jemanden, der nicht so ambitioniert unterwegs ist auf dem Fahrrad. Und ja, natürlich für die gut fahren können, dann kann man es da schön laufen lassen. Macht mega Spaß. Also das hier ist der Ofenpass. Hinter dem Baum ist die große Antenne von der Passhöhe. Und hier beginnt das Valmistal hier runter. Ah, okay. Und wir fahren jetzt rüber wohin? Genau, wir bleiben auf der linken Talseite und flowen so runter bis ganz ans Ende des Valmistals. Okay. Danach kommt dann Italien. Okay. Also Uphill, komme ich absolut an meine Grenzen. Ey. Da vorne ist die Ofenpass. Höhe. Das ist gut, die Antenne. Ah ja. Ein Niedersauerstoffzelt. Ja, ich auch. Ja, wer kann, der mag. Ja. Kraft ist noch da, aber die Lunge, die kleine Mittelgebirgslunge, macht das nicht mit.
reiner Bunnyhop kostet manchmal weniger Energie, als manche Passagen zu fahren. Endlich, hier gibt's Bären. Wir gehen mal gucken, ob wir einen finden. Babybär wahrscheinlich, höre ich da. Oh, ich sehe einen. Da ist einer, da. Da. Da ist ein Bärchen. Da ist ein Bärchen. Jetzt kann ich hier wieder hoch. Ja. Bis da oben hin geht's jetzt. Ich habe mich gerade gewundert, was das hier für ein Gestein ist, aber Leute, das sind Ork-Zähne. Das sind Zähne von Orks. Die waren früher hier, war die große Schlacht und die haben hier die Zähne aufgehäuft, damit die da nicht auf dem Weg rumliegen. Hier, da war ein ganz großer Ork. Ja? Ja, sicher, ein Urukai. Ja, der kennt sich aus. Ja, sicher. Ja. Seht ihr die Ameisen hier, die großen? Roger, wie alt sind die Ameisen? Aber es sind die ältesten Tiere der Schweiz. Da müssen wir den Zügel anschauen. Eigentlich müssen wir gehen. Hast du schon mal geschaut? Ich habe vorhin auf dem Retterrad angeschaut. Ja, wir sind noch nicht unten. Toll, das hat niemand gesehen. Atme nicht. Entspannte Tour heute. Ja. Geht immer weiter und 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 immer weiter. Oh, hier gibt's Gleitrehe. Oh, voll durch die Scheiße. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit der alpinen Tour von Schkuol nach Valmistère. Wir werden hier in Valmistère gleich auch nochmal das Postauto nehmen, also im Bus. Und zurückfahren, die GPX-Datei werde ich gleich unten auch am Bahnhof beenden. Das heißt, dann könnt ihr bis dorthin fahren, aber ich glaube, ich habe es heute zu spät gestartet. Also waren wir schon auf dem Weg hoch, dann habe ich es erst gestartet. Deswegen, das Stück fehlt dann in meiner GPX-Datei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mehr Infos hierzu. Engadin zu den Guides findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.